Und bevor es auch schon weitergeht und ihr euch ergötzen könnt, wie Project Undead und ich verrecken, möchte ich euch nur mitteilen, dass es leider ein kleines Soundproblem bei mir gab. Von daher wundert euch nicht, dass dieser Hall im Hintergrund ist. Es ist einfach nur eine falsche Soundaufnahme. Ich hoffe, ihr findet es nicht allzu schlimm. Wenn ihr es nicht aushalten könnt, ja, dann müsst ihr das ganze Ding halt mal ohne Sound abspielen. Bis zum nächsten Mal. So, Leute, herzlich willkommen zu unserem nächsten Community Fight. Also wir haben wirklich einen grausamen Start hinter uns. Dabei habe ich heute den Project Undead. Ja, und der Project Undead ist auch ein Let's Player und er nimmt übrigens gerade auch Epoxy auf. Also ihr könnt es auch auf seinem YouTube-Kanal von Project Undead euch dann ansehen, wie es von seiner Sicht aus ist, wenn er was tötet oder getötet wird. Jetzt leften wieder einige. Also wir haben jetzt mittlerweile schon drei verschiedene... Ach du Scheiße, wo? Ach du Kacke, wo? Gut, dann lass... Alter Schwede. Ja, du hast mich reingequatscht, du hast mir mein Ohr misshandelt. Lass mal hier weggehen, lieber. So, einfach mal... Oh... Oh Leute, jetzt fängt der gleiche Scheiß von vorne an. Ja, Epoxy hat offiziell absolut an der Klatsche. Wir haben jetzt mittlerweile den dritten Server eröffnet mit drei unterschiedlichen Internetleitungen. Keine hat richtig standgehalten. Also THZ Raptors Leitung hat etwas standgehalten, hat aber extrem abgespackt. Da kamen echt extreme Fehler. Bei mir weiß ich nicht, wie es für die anderen war. Auf jeden Fall hat er etwas gehalten und dann sind sie auch wieder geflogen. Und beim zweiten Mal direkt geflogen. Also es ist echt eine Katastrophe, ne? Jetzt geht der gleiche Scheiß nur wieder von vorne los. Hier tanzt der Teufel oder was man mag. Also lustig ist das Ganze jetzt nicht mehr. Na, also... Ja, ich weiß auch nicht, was wir dann machen sollen, ne? Wie wir das regeln sollen. Raptor hatte ja den Verdacht, dass es zu viele sind in der Lobby, wobei ja das Spiel eigentlich auf 15 Leute ausgelegt ist. Das ist echt blöd, wenn wir jetzt uns trennen müssten, um Let's Plays zu starten. Das wäre jetzt echt kacke, ne? Aber wenn's... Ja, ich hab ja schon... Ich bin doch schon so gesehen Host gewesen. Wir probieren's nochmal. Und wenn es nicht klappen sollte, weiß ich nicht, was wir machen sollen, dann... Ja, weiß ich nicht. Entweder wir machen dann wirklich getrennte Fights, dann muss eine Gruppe zu dir und eine Gruppe zu mir rein, keine Ahnung. Aber wie soll man es den Leuten auch noch erzählen? Also, die müssen sich dann auch aufteilen. Das wäre jetzt echt blöd. Jetzt kommen sie alle rein. So. Das ist echt eine Katastrophe. So. Rühren wir bitte nicht das zweite Mal ins Ohr. Ja. Ich habe jetzt nur noch eins davon. Ja, das kann auch gut sein, dass da noch ein zweiter jetzt nicht irgendwo ist. Deswegen, Ach so. Okay, gut. Ja, für dich. Für mich, nur für mein Ohr. Ich bin immer noch an der Militärbase. Du bist woanders. Oh Mann, ey. Das Spiel hat wirklich jetzt ein... Echt eine Klatsche. Ja, wir wollten eigentlich in den Knast fahren und dabei auch noch die Aufmerksamkeit auf uns nehmen, dass die Leute sehen, die fahren jetzt Richtung Knast und die Leute sich vielleicht auch mal verteilen. Aha, wir werden ja hier die ganze Zeit irgendwie alle geschmissen. Also, ja, also, ich weiß nicht, wie lange... Ich weiß auch nicht, wieso man... dieses Spiel dann für 15 Leute auslegt, die Server. Ich glaube, die waren schon mal niedriger und wurden dann erhöht. Ne? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es waren früher weniger, worauf kommen konnten. Und
Ja, genau. Und das Spiel ist überhaupt nicht für 15 Personen richtig ausgelegt, so habe ich das Gefühl. Es ist zu viel. Es packt es einfach nicht. Deswegen sollte man das doch lieber dann runterschrauben und auf 12 belassen. Also, obwohl, wir sind ja noch nicht mal 12, wir sind ja 10 und es hat schon unter 10 abgespackt. Okay, Leute. Jetzt habe ich, das Spiel wurde unerwartet beendet. Bitte versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Entwickler des Spiels. Das werde ich auch machen. Oh Mann. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, da sind wir auch schon wieder. Also, ich verzweifle wirklich langsam. Ich bin jetzt mittlerweile schon das dritte Mal nicht auf den Server raufgekommen. Also, es wird hier immer skurriler, dieses Game. Was kommt denn als nächstes? Barbara Streisand hier nackt singend oder was? Also irgendwie ist das Ganze jetzt echt eine Schugge. Ich krieg schon bald einen Harry, ehrlich. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Hoffentlich bleibe ich auch diesmal drauf. Keine Ahnung. Ich weiß Hoffentlich. es nicht. Und als kleiner Einwurf, in der Minitel-Base ist gerade ein Auto reingefahren. Jetzt echt? Ja. Oh Scheiße, dann gucke ich mal lieber hier erstmal in die Wälder rein. Nicht, dass hier das alles nur Ablenkung und Tarnung ist. Das stimmt natürlich. Aber er kommt auch jetzt da nicht raus. Deswegen, ich habe den Doch, Eingang doch, da ist geschlossen. einer. Da ist einer. Tatsächlich. Hab ihn erwischt einmal. Ich habe ihn auch einmal erwischt. In den Rücken geschossen. Perfekt, aber er Oh, lebt da kommt ein noch. Auto. Da kommt eine Karre. Ja, Bist du ich sehe. verrückt? Alter Schwede, jetzt geht mal was los hier. Hab ihn erwischt, viermal. Aber er fährt einfach weiter ohne Probleme. Alter, der hat aber viel Leben. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir sollten uns aber auch gleich hier verpissen, weil wenn die merken, dass wir hier sind, sind Ja. wir ganz schön dran. Ne? Die wissen auch Kann auch wahrscheinlich, wo die sein. Schüsse herkommen. Ja, nee, nicht nur das. Vielleicht haben sie dich ja auch schon gesehen und sind dann so abgehauen und tun so, als ob sie nichts gemerkt hätten. Also ich verziehe mich mal. Ich verziehe mich erstmal hier hin, dann gucke ich nochmal da rein. Oh, da ist irgendwas. Ja, Da ist hoffentlich. einer! Ich komme. Bei der Militärbase. Der ist ja an der Seite hier, auf der rechten Seite. Geht er lang. Okay. Ja, endlich geht mal was ab, ey. Das ist ja echt jetzt. Wird ja echt mal Zeit. Also wirklich, irgendwas muss auch passieren. Wie viele sind wir eigentlich? Okay, wir sind zu zehnt. Ja, das waren wir vorhin auch schon und irgendwie hat alles abgespackt. Gucken wir mal, wie lange es hält. Ja, mal gucken. Oh, ich hab Schiss, dass einer vom Feld kommt. Ich schau mal ins Feld rein. Ja, mach mal. Du kannst ja, wo wir hier stehen, wo bist du denn? Hinter dir. Ach so, genau. Beobachte du mal unsere Feldumgebung. Ich beobachte die Umgebung von der kleinen Militärbase, weil hundertprozentig wird hier auch was rumlungern. Glaube ich auch. Weil die Zombies irritieren noch ein bisschen. Da kommt ein Auto wieder. Von wo? Ach da, von der Militärbase. Es fährt Richtung Stadt. Mist, ich Ja. hab's nicht erwischt, hab draufgeschossen, aber hat Ich habe nichts es auch nicht gebracht. erwischt, weil ich einfach zu lahmarschig gezogen habe. Egal, ich nehme jetzt erstmal was zu futtern. Ich stelle mal die Sonst verhungere ich. Sensibilität nach oben. Ja, die lasse ich jetzt einfach so, mir ist alles scheißegal mittlerweile. Ich bin froh, wenn es läuft, ey. So. Okay, Leute, ich würde trotzdem sagen, dass wir vielleicht so langsam Richtung Stadt wandern. Also einmal müssen wir schon einen Rundkurs machen, Ja, auf jeden weil es Fall. sind jetzt mittlerweile zwei Autos gewesen, ne, die Richtung Stadt gefahren sind. Ja, ich sehe doch jetzt gerade bei mir, das Inventar ist gut voll. Also wir können uns auf jeden Fall gut verteidigen. Wir Ja, müssen dann ist ja eben nur gut. richtig vorgehen. Das Blöde Ja. ist, ich habe nichts mehr zum Trinken und hab Durst. Hast du denn noch was? Ja, eine Wasserflasche, die du mir vorhin gegeben hast hier. Muss ich sie wieder zurücknehmen, weil ich jetzt gern versüffelt bin. Ja. Naja, ich habe 45 Wasser. Auch nicht mehr viel, aber
überlebst noch. Ja. Boah, hier ist immer ganz schön offen gerade. Ach ja. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Dieses Serverproblem ist eigentlich echt das größte Problem, was Apoxet hat. Ja, also würde dieses Problem nicht bestehen. Mir wäre auch scheißegal, die Welt, die muss jetzt nicht unbedingt sofort viel größer werden. Das geht auch gar nicht. Das ist technisch gar nicht möglich, weil dann fängt das ja wieder an zu spacken. Dann wird es nämlich noch schlimmer. Ja. Mir ist es wirklich lieber, wenn die Server einfach rundlaufen und man gechillt zocken kann. Das wäre ja echt mal ein Riesenfortschritt. Das wäre wirklich ein Riesenfortschritt. Und ich werde euch übrigens auch noch... Ich weiß noch nicht, wann ich das mache. Irgendwie was reinschneiden, wo ihr sehen könnt, wie das abgespackt hat. Was für Probleme wir hatten auf dem anderen Server. Also es war echt heftig. Ja, ich konnte noch nicht mal mehr nachladen und wurde dann irgendwie zu einem Auto wieder hingebeamt. Das hatte ich auch schon einmal. Das ging mir echt auf den Piss vor. Oh ja, das kenne ich, das ist echt übel. Viele Bugs, ja, in dem Spiel gibt es einfach. Das ist halt sehr extrem, ne? Das merkt man halt auch, dass auch so auf dem Server nicht viel gearbeitet wird, ja? Da wird nichts gemacht, keine Ahnung. Bugs entfernt, sonst was, gar nichts irgendwie. Hier in der Gegend ist gar nichts los. Es ist so ruhig, ne? Ja, schon. Zu ruhig. Es ist mir ein bisschen zu ruhig. Ich sehe auch nichts. Nee, ich auch nicht. Dann schleichen wir uns mal durch den Wald, würde ich sagen. Vielleicht ist ja da irgendwo einer. Ja, sowieso. Also, ich werde nicht durch die Straßen laufen und warten, bis mich jemand platt fährt. Da wäre ich ja echt ein bisschen verrückt, ne? Ja. Aber ich glaube, hier in der Stadt ist einfach gar nichts. Das hatte ich übrigens heute bei GTA 5. Ich habe mal kurz GTA 5 gezockt und ich stand dann da. Ja, und da kam ein Autofahrer, ich dachte mir nichts dabei und dann fährt die direkt vor mich platt. Da ist ein Auto. Ich habe... Oh. Ja, da kommt der Kacke, stimmt. Da ist er ausgestiegen, einer, ne? Oh, ne, der kommt hoch! Der kommt hoch! Da ist er! Bleib weg, bleib, geh weg, geh weg, geh weg! Hier! Ja, ja, ja. Du musst woanders stehen, sonst tötet ihr uns beide. Er ist ausgestiegen. Das sind zwei Autos. Ja. Ja, eben. Irgendwo habe ich mir das schon fast gedacht gerade. Da. Oh, die spacken voll rum. Bei mir. Hast du einen getötet? Ja. Einen habe ich erschossen. Ich schieße gerade mit dem Maschinengewehr runter. Ich schieße okay, gar nicht gut. Mit der Sniper. Wie die Autos dann nebeneinander stehen. Ja, ich gucke lieber noch mal ein bisschen hier. Keine Lust, dass irgendwas von der Seite oder so kommt. Ja, das Blöde ist, die spawnen ja sofort wieder hier in der Nähe jetzt. Das heißt, die sind gleich wieder da. Richtig. Meine Schüsse hörst du diesmal nicht, oder? Nee, diesmal nicht. Komisch. Das wäre echt komisch. Da vorne ist einer. Der ist da gerade gespawnt. Ich schieße ihn gerade ab. Alter, der hängt bei mir in der Wand irgendwie. Im Berg drin. Zur Hälfte. Ich überlege schon, ob wir beide jeweils jeder eine Karre nehmen sollten. Und wir beide uns mit einer Karre verpissen. Das wäre doch was, die haben ja eh keine Schusswaffen. Ja, aber das machen wir jetzt auch, komm. Mitnehmen, oder? Ja, mach du mal, ich gucke mit der Sniper hier durch. Okay. Mach aber schnell. Oh ja, essen. Trinken. Fertig, wo ist der zweite? Gibt's nicht, okay. Gut.
verziehe ich mich jetzt auf. Ich habe alles, was ich brauche. Schnell, schnell, schnell. Wie geil, wir klauen den hier Auto. Lass uns mal Richtung Militärbase fahren. Okay. Ich habe aber nur wenig Benzin. Ich habe 67. Ich habe 21 nur noch, also wir müssen wir Benzin finden. Wenn wir Glück haben... Die Bandage mitten auf der Straße. Oh, wir müssen mal gucken, ob wir bei der alten Militärbase irgendwie Benzin finden. Ich brauche ein bisschen Benzin. Ja, müssen wir auf jeden Fall gucken. Ich glaube, da müsste auch was sein. Ich würde sagen, einer bleibt irgendwie gegenüber der Military Base, oder? Weißt du, wenn ich nachkomme, einer geht rein. Du gehst rein, weil du hast das MG und ich war draußen jetzt. Okay, ich park mein Auto mal hier hinter der Military Base. Ich geh mal ein Stück weiter voran. Vorbei. So. Boah, da liegt ein Toter an der Mauer der Military Base. Volles Equipment. Und du kannst ja mal gucken, ob da Benzin ist. Nee, aber ich gucke jetzt mal hier in die Wälder. Guck, hast du noch Wasser? Oh, jetzt habe ich kein Wasser mitgenommen, Alter. Ja, ich habe eine Trinkflasche, die voll ist. Kann ich dir dann geben? Ja, ich brauche unbedingt gleich wieder Wasser. Ah, hier ist sogar noch mehr. Ah, der Zombie schlägt mich. Ich fahre kurz weiter vor. Die Munition lasse ich jetzt einfach liegen, ich schaue jetzt nach Benzin. Ja, ich gehe jetzt auch hier mal hinten nach Benzin gucken. Nee, hier ist leider kein Benzin in der Military Base. Kannst ja dann zu mir kommen, ich guck hier mal nach. Ja, ich laufe über den Wald. Hier ist ein Kanister, ich weiß aber nicht, ob was drin ist. Keine Ahnung. Ja, ich hab einen. Gut, perfekt. Oh, es ist Glück. Dann würde ich sagen, wir fahren einmal um den Pott. Ups, ich brauche aber Wasser. Ja, ich bin hier gerade. Bin unterwegs. Ja. Da ist ein Zelt auf dem Flugzeug. Jetzt echt? Ja. Das muss ich mir mal angucken. Das ist ja geil. So Leute, das gucken wir uns mal an. Das ist ein guter Platz eigentlich, aber das sieht man halt voll. Kann man das looten? Trinken. Wollen wir mal gucken? Ja, gib mal erstmal trinken, genau. Warte. So, hier. Zweimal gebe ich dir. Oh, super. Und hier ist einmal Essen. Okay, Futter hatte ich noch, aber egal. Dann guck kann ich mal gebrauchen. Das Zelt an, dann gucke ich, ob Feinde kommen. Ich höre Schüsse. Warst du das? Ja, ja. Hast schon wieder Zombies abgeknallt? Hinter dir. Muss man ja. Töten mit der Axt! Lautlos! Lautloser Killer! Ich hab nur zwei. Ach so. Pistolen. Oh Mann. Das Zelt ist irgendwie voll geil. Ist oben, ja. Voll weiß, weißes Flugzeug und dann so ein braunes Zelt, weiß. Schaffst du's? Mein Gott, die Zombies nerven mich. Oh cool. Ja. Wollen wir mal reinschauen? Okay, wir lassen es aber oben drauf, ne? Wir sind nicht so. Ich kann aber von hier oben eigentlich mal gucken, ob ich was mit der Sniper sehe. Also wenn du nach vorne in das Zelt reingehst, sieht man dich gar nicht. Aber ich hole mir jetzt erstmal mein Auto wieder. Ja, hol mal deine Karre wieder, wir müssen eh gleich wieder weiterziehen. Ja. Also bis jetzt läuft es einigermaßen endlich. Ja, finde ich gut. Wer ist denn jetzt der Host? Unix Ido. Danke dir. Das ist einer, der ganz neu bei Epoxy bei mir jetzt jedenfalls dabei ist. Und ja, den hat er auch vorhin nochmal bei YouTube geschrieben. Ja, zum Glück habe ich den doch noch heute hier in die F aufgenommen, vorläufig, weil ich ja vorhabe, eine andere F-Liste für Epoxy zu erstellen. Okay. Ja, aber der scheint eine gute Leitung zu haben.
Ja. So, gehen wir mal hier lang. Wie wenig Spiele hier sind, gell? Wahnsinn. Ja, ist verrückt, ey. Ich komme jetzt auch wieder runter und dann fahren wir mal weiter. Ja. Richtung Knast in der Nähe. Aber ich möchte auf jeden Fall mal einmal mit dir um den Pott fahren. Tja, gäbe es nicht diese Soundprobleme und gäbe es nicht diese Probleme mit dem Server, wäre es wirklich ein mega geiler Part geworden. Am Ende hat doch noch irgendwie alles funktioniert, da mir eine 150k-Leitung zur Verfügung gestellt wurde. Nicht von mir persönlich, sondern von einem anderen Mitspieler. Dafür möchte ich mich nochmal bedanken und wenn er das nächste Mal mitmacht, wird es wieder ein geiler Server werden, dann aber wieder mit geilen Sound und mit geilen Kills. Bis zum nächsten Mal.